Hey ho und herzlich willkommen zu Let's Play Aion, Folge 81, wenn ich mich nicht irre. Wir sind immer noch im Upper Abyss. Ach, die Festungslage hat sich nicht wirklich verbessert. Ach, cool. Sie haben mal die Rohre eingenommen. Egal, das ist nicht so wichtig für uns. Wir sehen hier vorne ist sogar eine Quest drin. Interessant. Aber wir wollen an die Asteria fliegen. Beziehungsweise Asteria Festung, Asteria Ebene, um genau zu sein. Müssen natürlich aufpassen, wir haben wenig Flugzeit. Und ich möchte hinten zu, welchen von deren Namen kann ich halbwegs gut vorlesen, zu Arnora. Ich hasse diese schwachsinnigen Namen, die irgendwie ausgesprochen werden und man echt gar keine Ahnung hat, wie dieses irgendwie, wo ist denn das, ist. Ja. So, wo ist denn jetzt hier bitte sehr die Insel? Das hasse ich, wenn das hier so ist, dann ist nämlich der vordere Teil schon geladen, aber so etwas halt nicht. Und das kann schon ganz schön verwirrend sein, wenn man dann nicht weiß, wo man in Wirklichkeit hinfliegt. Hier könnten wir jetzt auf Tauben treffen. Das heißt, Acht geben. Und ja. Ich hoffe mal, dass wir nicht auf Tauben treffen. Ich habe keine Lust, auf eine Taube zu treffen. Also Taube, Elios. Das wisst ihr ja bestimmt schon durch ewig langes Zuhören oder eventuell eigene Spielerfahrung. So, wir sind immer noch gebufft durch die nette Dame, netter Herr. In der letzten Folge ganz am Ende. Finde ich ganz nice, aber ja, wir müssen jetzt hier zu einem bestimmten Punkt. Ihr merkt, alles Mögliche, was von Elios ist, ist einfach hell und wow. Naja, Asteria ist allgemein so hell, aber es ist halt wow. Dieses Licht. Fliegt nicht ins Licht. Oh Mann. Das finde ich jetzt was ich. Na, auf jeden Fall, das sind ja noch alles Non-PvE-Teile. Keine Sorge, hier bekomme ich jetzt keinen Schaden. An und für sich, außer jetzt passiert irgendetwas total Dramatisches, was ich aber bezweifle. Alter, das ist so hell. Meine Augen. Ja, und hier vorne ist dann, ja. Seid ihr Der gegrüßt? Schutzturm von uns sozusagen. Eine Quest haben wir jetzt fertig. Und was man hier auch macht, ist, es gibt hier eine Art Seid mir Quest, mit der man gegrüßt. sehr stark levelt. Also, Aus Penumbra. die haben alle verschiedene Quests. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal alle aus. Die sind alle unterschiedlich und 100 Mal, das ist schon ganz schön heftig. Seid mir gegrüßt. Rachel aus der Familie. Nehmen wir auch an. Und rein damit. Und hier ist man nicht da. Genau. Fragmente für eine Kette. So, da kriegen wir auch wieder. Man kriegt ja eigentlich für jede Quest irgendwelche AP. Oh, da ist ja noch eine. Da müssen wir eh hin, um dann. Was ist das denn? Reich an Erzen. Dies ist unheimlich, diese Punkte. egal, wir wollen aber erstmal hier hin und dann. Wo ist denn jetzt der Weg? Ich mag das nicht, wenn die Inseln nicht geladen werden. Die sind da links. Okay. Wie viel Zeit haben wir? 25. Ich fliege mal erstmal dort auf die Insel, weil, es ist sehr schwer abzuschätzen bei so wenig Flugzeit, wann man dann abstürzt. Ja, klar, jetzt werden welche sagen, nach 25 Minuten, aber so genau ist es dann doch nicht. Also eigentlich schon, aber dann die gefühlten 25 Minuten sind dann wieder ein bisschen was anderes. So. Wir müssen hier diese Transparenzteile, meine ich, töten. Sind das jetzt die Windgeister, die ich töten muss, oder was? Sammelt eine an der Spiegel und bringt sie zu. Okay, nein, die müssen wir nicht töten. Sondern da, die hier. Fliege ich auch direkt hin. Hoffentlich komme ich bis dahin. Ja, bis dahin dürfte ich eigentlich Flugzeug haben. Warnung! Ihr habt kaum noch Flugzeug. Ach, fick dich. So. Haben es geschafft und das mit kaum noch Flugzeit. Wir haben ja nicht mal Gegner, die halbwegs in unserem Level sind. Nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Das ist das falsche Ziel. Auch eins haben wir. Und transparent Wölbung haben wir auch. So. Ich hätte gern, dass der Debuff weg ist. Danke sehr. So, dann müssen wir zur nächsten Insel. Landen. Ich muss hier gleich landen. Für das sind Windgeister, will ich eigentlich nicht. Da auf die Insel möchte ich. Wie viel Zeit habe ich? Flug, 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 Flugzeit. Wey! Also, falls ich hier gleich einfach so sterbe, dann tut mir das natürlich leid, aber es ist echt nicht vermeidbar, dass, wenn ich fliege, eventuell einfach abstürze. Ich glaube, jede Folge mindestens einmal gähne ich. Das ist richtig schlimm. Ja. Ja, klar, stun mich, du scheiß Drecksvieh. Und vor allem, guckt euch das mal unten an. Die drehen sich und drehen sich und drehen sich die ganze Zeit da unten. Das ist richtig krank.
Genau, ich will bitte ohne Debuff fliegen. Danke sehr. Also wieso ich immer ohne Debuff fliegen möchte, es kann mal passieren, ganz zufällig, dass man aufgrund von Schaden seine Konzentration verliert und dann abstürzt. Und also die Flügel sich schließen. Und das versuche ich immer zu vermeiden. Erst meine Erosion widerstand, das finde ich nicht gut. Jetzt aber nicht. Ja. Und wenn ihr fragt, wieso zum Teufel spammst du diesen einen einzigen Skill so, das ist doch voll unspektakulär. Ja, es ist aber so, dass dieser eine einzige Skill wirklich sehr viel Schaden macht, so vergleichsweise zu anderen Skills. Den Wert kann ich euch jetzt mal eben zeigen. Also, dieser Schaden ist 1100. Das hier sind zusammengerechnet 800 und der zweite Dot, den kann man nicht immer draufsetzen. Das heißt, durchschnittlich haben wir da einen Schaden von 600, wenn man das wirklich spammen würde, denke ich. Ungefähr. So Pi mal Daumen. Oder? Was für ein Cooldown hat der folgende? Ah, da bin ich jetzt eigentlich überfragt. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es schlechter. Wir müssen irgendwie... Ach, da unten ist noch eine Insel. Also wir müssen halt aufpassen. Uns hier von Insel zu Insel vorarbeiten und damit dann irgendwie da vorne auf die Speerschneide kommen. Und hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Das wäre nämlich echt ungünstig. Oh, der hat widerstanden. Das ist echt uncool. Uncool! Stirb! Danke sehr. So. Bevor wir jetzt auch noch irgendwas machen, müssen wir mal eben kurz Leben regenerieren. Ist das da unten die Schwertschneide? Müssen nach vorne laufen. Also wenn wir hier zu weit nach unten laufen, kommen wir auch einfach in den Lower Abyss. Das ist ganz lustig, wenn das einem passiert, weil dann denkst du, ach, da vorne ist ja die Insel, wo ich hin muss. Und fliegst und fliegst und fliegst und fliegst. Irgendwann bist du einfach mal im Lower Abyss und denkst so, okay. Nee, das da vorne dürfte wirklich Schwertschneide sein. Von der Form her passt das. Aber ich versuche nochmal auf den Inseln. Vielleicht ist dort der eine, den wir noch brauchen. Ja, ich bin einfach gut. Ich kann so gut vorhersehen. Alter, ist das heftig. Ja. Und ich denke die ganze Zeit, während ich jetzt aufnehme, ah, ich muss mich endlich an die PvP-Folge setzen. Oh mein Gott. So viel Videomaterial, das ist dafür noch als Hinterlage. Oh, also, was der Inhalt ist, das habe ich schon längst fertig. Das habe ich schon seit über einem Monat fertig. Aber, da muss man sich überlegen, wie hinterlegt man das visuell? Ich könnte mich einfach schwarzer Bildschirm und das die ganze Zeit erzählen. Es wäre zwar extrem langweilig, aber es ist nun mal der Inhalt. Das ist das, was dort bei, ja, rüberkommt. Aber das ist dann so unschön hinterlegt und alles. Und dann, habt ihr keine Ahnung, wie anstrengend das alles ist. Ja, klar, man macht es natürlich gerne. Von daher will ich auch eigentlich gar nicht von Anstrengung reden. Ich wollte gerade nur ein bisschen meckern. So, noch drei Legionäre, zwei Räuber, zwei Grobian und ein Mediziner. Nachdem hier dann... Gehirnwerbung, das hört sich uncool an. Was ist das für ein Debuff? Ihr seid blind und gebunden und zum Schweigen gebracht. Okay. Blind. Alle möglichen Midi-Klassen können dies machen. Schweigen. Alle möglichen Range-Klassen, also die jetzt casten. Ja, blind geht auch auf... Na, okay. Die physische Skills geht nicht. Schweigen. Magische Skills geht nicht. Und, man darf sich auch noch nicht bewegen, weil man dann auch gerootet ist. Einfach nur läuft. Und was ist das jetzt? Ihr seid gelähmt und verlangsamt. Na, okay, das hat jetzt keinen großen Effekt. So. Du bist auch tot. Irgendwie leckt es gerade minimal, hatte ich das Gefühl. So, Mediziner brauchen wir nicht mehr, aber noch einen Legionär. Ich komme mir hier ein bisschen unwohl vor, weil ich hier mitten von Gegnern stehe. Mitten drin, statt nur dabei. So. Ein bisschen Leben regenerieren. Regenerieren, in Anführungszeichen. Einfach nehmen. So. Noch zwei Legionäre, zwei Räuber und ein Grobian. Nachdem keinen mehr. Wow. Oh, ich liebe, wenn die Musik so aufgeregt ist. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, als ich auf unterer Insel war. Also, ja. Ja, jetzt brauche ich nur noch Räuber und Legionäre. Wow. Entschuldigung. Tut mir leid, wenn ich die Musik auf einmal mitsumme. Oh, 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 oh. Was hat mich da... Oh, nein, 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 nein. Das war ein Boss. Wir sind tot. Wir sind tot. Garantiert. Sag ich doch. Wir haben jetzt da vorne den rumlaufenden Boss geedit, weil ich nicht wusste, dass da einer rumläuft. Wir nehmen gleich einen Gegenstand, keine Sorge. Aber ich müsste mal eben auswählen. Ja, der ist uns gerade in die Quere gekommen. Der patrouilliert anscheinend hier rum. Ist natürlich ein bisschen unschön, dass uns das passiert ist, aber gut, das passiert.
Ich weiß nicht, wie seine Route ist. Wenn er gleich in meine Richtung läuft, muss ich hier irgendwie ausweichen, aber ich will gerne mal ein bisschen regenerieren und die Seelenkratze wegbekommen. Der scheint echt in meine Richtung zu laufen. Hat der so einen Kelpie-Ortungssinn drin, oder? Was? Fliege ich erstmal hoch und dann hier vorne. Passiert. Gibt Schlimmeres, als von einem Boss auf einmal weggeklatscht zu werden, den man nicht gesehen hat. Von einem Boss weggeklatscht zu werden, den man denkt, man könnte ihn schaffen. Das ist echt schlimm. Dann kommt man sich nicht echt dumm vor. So, eigentlich ist meine Castzeit jetzt immer noch geringer als die übliche. Ist ein bisschen uncool, aber gut. Was machen wir nicht alles, um zu kämpfen? Ja, es ist immer so... Also dieses Symbol steht allgemein für den Fußfessel, ist ja klar. Aber häufigerweise sind dann auch mal andere Sachen dabei. Das heißt, man muss sich wirklich immer und immer wieder, vor allem im richtigen PvP, solche Sachen durchlesen. Also, im echten PvP nicht. Dann geht es nur, oh mein Gott, stell das Skills drück, damit der andere stirbt. Aber so im Trainings-PvP kann man das gerne machen. Mediziner, Mediziner, unser letzter Legionär. Komm her. Komm her, du Legionär. Ne? Das Piraten Arr kommt. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut über das Mikro hören kann, aber es war auf jeden Fall ein Piraten Arr. Ja, jetzt war es scheiße. Egal. Oh Mann. Einen Räuber brauche ich noch, richtig. Ha. So. Und hier vorne ist unser letzter Räuber. Ich hoffe, der Boss folgt uns durch. Folgt uns? Nein. Okay, der patrouilliert da so hin und her. Gut. Fünfster Badefreakle kommt ran. Wenn das ein 5-Star ist, ist er garantiert nicht Freakle. Und wenn du es im Chat schreibst, dann wirst du wahrscheinlich dort nicht mehr wegkommen. Lass mal gucken, wo das ist. Das ist die 76. Das heißt, er entweder... Ja, er wird einfach dazu nicht kommen, seine Quest zu machen, weil er es nicht hinkriegt. Und deswegen ruft er jetzt nach Hilfe auf diese Art und Weise. Ja, genau. Kill ihn doch! Richtige Einstellung. Vor allem, es ist ein Gunner. Es ist ein Gunner. Nee, Kleriker. Aber wieso ist der ein Gunner? Trotzdem, es ist ein Kleriker. Kleriker versus Bade. Kleriker sollte gewinnen. Okay, 5-Star geht mal davon aus, dass er ein gutes PvP-Gear hat und ich weiß nicht. Ja, selbst als Heal-Klerik schaffst du das, Junge. Geisterkrieger wollen wir nicht, wir brauchen Fluch. Furcht. Furcht, Geister. Die sind so Furcht einflößend. So. Oh, und die mit ihren Lauten immer so. Ich finde das Gesicht hier so lustig. Das ist das falsche Ziel. Oh, da war irgendwas Cooles drin. Was ist das denn für ein... Seit wann sind die Baller-Urherzen in Blau? Ich kannte nur, graue, rote, hellrote, also, glühende Herzen, brennende Herzen, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht blau. Interessant. Übrigens, es gibt ein paar Sachen, die werde ich, mittlerweile nicht mehr wegschmeißen, weil das wieder welche sind, die handelbar sind und wir wollen ja natürlich möglichst viel Gnade bekommen. Das heißt, ich werde nachher, wahrscheinlich offscreen. Ich möchte das nicht antun. Einmal ans AH gehen, schauen, wie hier die Werte für verschiedene Sachen sind und ab dann diese verschiedenen Sachen dann nicht mehr wegschmeißen, sondern halt verkaufen. Aber so etwas wie Rüstung, die wir nicht brauchen und so, das kommt natürlich trotzdem noch einfach so an. Ein Händler. Ach ja, so, stimmt. Mana, 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 mana. Mana, Mana! So. Ach, da sind die ganzen Fluggeister. Ich wollte schon sagen, auf der einen Insel sind keine mehr, aber dann schaue ich hier vorne hin und hier sind ganz viele. Die Gästekrieger verbrauchen wir für gar nichts, oder? Nee, eigentlich nicht. Dann lasse ich die auch in Ruhe. Wir müssen ja nicht unnötigerweise irgendwas bekämpfen. Ich meine, wir sind eh jetzt schon eine Folge hier im Abyss-Questen und haben jetzt... Vier theoretisch geschafft, weil das eine die direkt abbare war. Aber das ist trotzdem ein bisschen langsam. Ich würde gerne schneller machen, Leute. Ihr merkt, dass ich mich echt beide. Aber, ja, ich habe auch Grenzen, was so meine Fertigkeiten angeht. Also, vor allem mit diesem Gear, ey. Ich muss mich dringend bemühen, dass ich mir Besseres hole. Beziehungsweise endlich Level abgehen. Mit 36 bekommen wir ja das nächst Bessere, was wir im Inventar liegen haben. Oder können es anziehen, wir bekommen es nicht. Entschuldigung. Dann. Uncool. So. Leben. Und davon ist unser letzter Furchtgeist. Der wird uns aber nicht in die Furcht schlagen, wenn dann vieren wir ihn. Was ich übrigens irgendwie kaum mache.
Also im PvE. Das merkt ihr ja. Ich glaube, ich habe bisher noch nie so richtig im PvP gefiert. Sondern war irgendwie immer anders aus Situationen gekommen oder gestorben. Entschuldigung. Das hängt damit zusammen, viele Elite oder Bosse. Kann man nicht vieren. Die sind unvierbar. Die haben eine Vierresistenz von viel zu hoch. Und deswegen versuche ich es bei den meisten dann gar nicht mehr. Und viele Sachen, also dieser 4, klar sind 8 bis 15 Sekunden, das kann unterschiedlich sein. Aber wenn man wirklich gearscht ist, dann bringt einem das auch nichts. Also, na, es ist so, ne? So, hoffentlich stürzt mir jetzt nicht ab. Lass mal gucken, wie viel Flugzeit wir haben noch. Ja, noch eine Minute, das dürfte passen. Und dann laufe ich hier ein Stück, um dann hier vorne wieder hinzukommen. So, die 100 mal wieder... Oh, wir haben so viel Quest. Wir können auch 10 annehmen. Uncool. Vermisst. Okay. Ja. Wieder ein dunkler Tag. Sag nicht... Wieder ein dunkler Tag. Unter Druck, klar, eine Folgequest. Woo! Schädeldinger. Jetzt müssen wir die Geister töten. Okay. Seid mir gegrüßt. Rache für die Familie. Hast du auch eine Folgequest? Moment, wir müssen jetzt mal kurz den richtigen Gürtel aussuchen. Ja, theoretisch brauchen wir natürlich den MP-Gürtel, aber komm, schieben wir drauf. Brauchen wir jetzt nicht so zwangsläufig. Der ist theoretisch besser. Minimal. So, entweder wir fliegen dahin oder wir fliegen hier. Ich will dahin. Also. Hier. Ja. Hey, ich komme da nicht rüber. Okay, das ist ja nicht mal Bug. Also, Grafikbug. Jetzt wissen wir genau, was dahinter liegt. Das ist übrigens echt lustig, wenn dahinter... Stellt euch mal vor, dahinter ist ein Schar von Gegnern. Also, und dann seht ihr die einfach durch dieses Loch durch. Ich weiß, die Entfernung von sichtbaren Sachen ist geringer. Okay, da vorne ist ein Portal, habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich da vorne der kleine Schnipsel. Die Entfernung von sichtbaren Sachen, vor allem von Spielern, ist geringer. Wenn wir ganz da hinten einen Mob hätten... Und der wäre, also da vorne sind garantiert auch ganz viele, nur wir können wir schlichtweg nicht sehen. Weil nicht so weit nach hinten geladen wird, was auch gut ist. Stellt euch mal vor, man könnte. Der ganze Abyss wäre auf einmal geladen. Das wäre echt viel zu viel. Das würde selbst der beste PC der Welt nicht packen. Viele müssen schon in... Moment. Moment, Steuerung, was? Wie geht das nochmal? Irgendwie... Na, so, nur dass dann die eigenen Sachen noch angeblendet werden, laufen die meisten in Raids rum, weil die ganzen Charaktere nicht geladen werden können. Für die. Und wenn man sich das vorstellt, dass man das immer dann hat, das wäre schon ein bisschen heftig. Ja, wo ist denn der Questgeber? Hallo? Questgeber? Zoom ein bisschen näher ran. Questgeber! Da unten. Das ist Vindarinerx. Schüler. Shugo-Wissen immer weiter. Okay. Shugo-Wissen immer weiter. Mindarinex Herz. Oder Minoriax, was auch immer. Spricht Schacht was zu Yun-Yun-Birak. Alter, ich hasse die Namen. Jetzt ehrlich. Bei dem hat... Och nie. Bei dem waren wir gerade erst. Ja gut, egal. Wir machen hier nämlich eine Pause, weil man hier relativ sicher ist und eigentlich auch nicht von irgendwas angegriffen wird. Und... Mein Geist spackt wiederum. Läuft! Und er fliegt sogar. Dann wünsche ich mal viel Spaß noch weiterhin. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Ion. Und dann sag ich mal, bis die Tage! Tschüss!